Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Legacy of Kain Blood Omen 2 auf der PlayStation 2. Und ich glaube, es ist mittlerweile soweit. Mein altes Gehirn funktioniert nicht mehr so. Und ich glaube, ich habe gestern eine Folge vergessen. Ja, das passiert anscheinend mittlerweile. Nun, sorry dafür. Wir springen natürlich nun in diesen Schacht. In dem die Musik irgendwie nicht mehr ganz so wollte, aber das, ja gut, das macht mich nur minimal betroffen, weil kann ja, ne, ist ja nicht so, als hätten wir beim Vorgänger irgendwelche Soundprobleme gehabt, die dann zu Bugs führten, die dann, ne, wir, ja, nun lassen wir das an dieser Stelle. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem, was jetzt so folgt. Wir haben ja einen Checkpoint und gehen hier durch Katakomben. Ich lieb's, dass er immer die Fresse aufmacht bei allem, was er tut. Aber das spricht schon Bände eigentlich, wenn irgendwo Türen geschlossen werden. Sieh an! Unser Gebieter hatte recht. Du lebst! Erinnerst du dich an mich, Kain? Immerhin habe ich dir stets treu gedient. Faustus. Einer der Legionäre in meinem Vampirheer. Ein unbedeutender Soldat. Und nun war er ein Verräter. Faustus, dann stimmt es also. Ich wollte es nicht glauben. Vampire haben sich gegen ihre eigenen Brüder gewandt. Brüder, ich diene den Sarafanen. Sie beschützen mich, sie geben mir Macht. Und wer könnte einen Vampir besser töten als ein noch mächtigerer Vampir? Die Geschichte wird von Siegern geschrieben, Kain. Sie sind meine Brüder. Wie viele von uns haben die Sarafanen getötet? Wie viele von uns hast du ihnen ausgeliefert? Wen interessieren die Toten? Ich weine nicht um sie. Und ich werde auch um dich nicht weinen. Sieh dich um, Faustus. Bist du immer noch überzeugt von deinem Sieg? Ein unbedeutender Rückschlag. Unser Gebieter weiß, dass du hier bist. Einmal hat er dich schon geschlagen. Nun wird er dich begraben. Schade, dass du das nicht mehr erleben wirst, Faustus. Denn zunächst begrabe ich dich. Okay. Fight, 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 let's go. Okay, wir haben einen Lebensbalken. Jetzt einmal nochmal ganz kurz, so funktioniert es mit der Geschichte. Okay, alles klar. Wir, wie war das hier nochmal mit dem, das hier, ne? Und dann hier rüber, Raserei. Okay. So. Das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, ich habe eure Kommentare gelesen und ich habe gelesen, ich soll doch bitte... Ja, gut, das hier unterlassen zum Beispiel und doch bitte auch mal alles, was ich sehe, aufessen, weil mir irgendwelche Level verloren gehen dadurch. Ich möchte nur kurz sagen, ich werde demnächst mal... Ich werde demnächst auf, ja, wow, danke. Auf alles, was sich irgendwie bewegt oder eben auch nicht bewegt, draufgehen, werde Zivilisten töten und sowas, aber alles in eurem Bewusstsein, ne? Das geht dann auf eure Kappe. Das ist Blut an euren Händen, ich habe damit nichts an der Brause. Nur um das mal klarzustellen, jetzt schon mal im Vorfeld. Falls ich hier jemals aus diesem Bossfight rauskomme, das ist, das wirkt momentan nämlich nicht so. Was du nicht berühren kannst, kannst du nicht töten. Also bitte dich auch mal umdrehen. So. Mach ihm halt auch null Schaden. Direkt nach dem Ding kann ich ihn auf jeden Fall angreifen. Und dann halt mit der Raserei angreifen, ne? Ja, okay, ich habe ein Muster. Na gut, das sollte ich dann jetzt vielleicht unterbinden. Ist jetzt so die Frage, kann ich damit... So kann ich ausweichen. Patz, Junge! Ja, und nu? Jetzt stehst du da und guckst komisch. Und hast nichts zu sagen. Was irgendwie weird ist, aber gut. Wo ist er denn hin? Ist er nach oben gelaufen? Ist er hier durchgelaufen? Also, wo ist er hingelaufen? Hier ist er hingelaufen. Okay, ich vernehme einen Brennofen. Na, wird's warm? Ich komme, Kain!
Wo ist er? Da hinten. Nein. Ich komme kein. Ich meine, der wird ja eh nicht da oben sein, wenn ich das jetzt gerade anmache, oder? Ich komme kein. Als ob er, ja genau, er trifft mich dann genau in dem Moment, wo ich da bin. Ich komme kein. Ich habe jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet, was passiert, wenn ich die Dinger anmache, ob er dann Schaden kriegt. Oh nein. Oh, das wird eine gute Folge. Ich sehe es jetzt schon kommen. Na komm. Was du nicht berühren kannst, kannst du nicht töten. Sprich, ich habe dich berührt, also kann ich dich töten. Na komm. Vielleicht muss ich auch oft genug nur die Öfen anmachen, damit der irgendwann... Fuck. Ausweichen auch nicht funktioniert. Vielleicht muss ich die... Okay, ausweichen generell irgendwie kein Thema oder so. Verstehe. Vielleicht, um das jetzt nochmal fortzusetzen, die Öfen kann ich ja vielleicht... So. Die Öfen kann ich ja vielleicht oft genug anmachen. Ah, fuck. Um die dann, damit er irgendwann nach unten kommt. Und dann kann ich ihn vielleicht angreifen, weil momentan ist meine beste Chance zumindest, ihn mit dem Rage-Angriff eine mitzugeben. Und dann haut er irgendwann ab. Ich fand es irgendwie schöner, als er dann mitten im Flug jetzt abgehauen ist. Das war irgendwie schöner, ich weiß nicht. Ja, komm. Le Bossfight, Le Bossfight. Das Ausweichen ist halt echt irgendwie ein bisschen wacko gewesen. Oder, ne, es werden so ein, zwei Bossfights wahrscheinlich dann jetzt ins Land ziehen. Ich komme kein. Kein. Weil Stand jetzt ist er ja immer weg, wenn ich gerade das Ding anmachen will. Ich glaube auch nicht, dass die lange genug brennen. Kann aber auch nicht irgendwie schnell genug sein und dann... Irgendwie ist die Textur von den Flammen weird, weil irgendwie, das sieht so ein bisschen danach aus. Als würde das dann immer noch brennen. Aber irgendwie nicht. Ich komme kein. Kein. Diese Pfeile aufheben ist, glaube ich, auch keine Option. Ich glaube dann. Oder? Ach, nee. Okay. Ich habe den Nebel nicht gesehen. Ja, bitter, ne? Jetzt aber auch nicht mehr allzu viel Leben. Komme kein. Komme kein. Ich komme kein. Ja, okay. Wenn man jetzt den Nebel gesehen hat, dann ist es natürlich nochmal eine andere Nummer. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht mehr allzu viele Leben verliere gegen ihn. Ich komme kein. Haut er ab. Ich komme kein. Die Geräusche, die er macht, sind aber auch für sich, ey. Ja, doch nicht mehr allzu viel. Die Frage, wo ist er jetzt hin?
Scheinbar verzieht der Nebel sich jetzt. Beschissen eigentlich, wenn man so will, ne? Komm schon, jetzt nicht mit diesem einen Witzeleben hier noch irgendwelche Späßkes machen. Wo ist er? Oben in den Dingern ist er wahrscheinlich, ne? Also zumindest klimpern die halt irgendwie ein bisschen bedrohlich. Als ob der jetzt dann mit noch einem Millimeter leben. Dankeschön. Und nu? Kann ich dich auszuzählen oder was wird das? Okay, das macht keiner alleine. Dann hatten wir tatsächlich auch mal sowas wie einen Bossfight in der Reihe jetzt. Hatten wir auch bei Soul Reaver 1, wenn ich mich recht erinnere. Da waren ja die Brüder auch. Also hab ich schöner Quatsch erzählt. Okay. Das etwas andere auszuzeln. Nun. Kann ich noch ein bisschen dran rumlullern oder so? Nee, ne? Naja. Gut, das dann zu dem Kollegen. Ich gehe mal durch die Tür, die offen ist. Bin wieder volles Leben und habe jetzt eine neue Fähigkeit erhalten, die nicht näher benannt wurde. Hatten sie zum Springen, hatte Mummeln erhalten, um Springen zu wählen. Ah, um zu zielen, drücken sie nochmal zur Aktivierung. Oh lol. Okay, ich kann jetzt leapen. Weit entfernte Gegner springen. Schön. Finde ich gut. Finde ich eine sehr, sehr schöne Erweiterung meines Repertoires. Möchte ich mal kurz dazu erwähnen. Aber das war ja auch eine Sache gewesen, die wir bei Blood Omen 1 schon hatten, dass diese ganzen Fähigkeiten, die man nach und nach freigeschaltet hat, das war so das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen in seiner Zeit. Hat schon ganz gut Laune gemacht. Einmal durch das Rohr und wie gesagt, wenn ich irgendwo Zivilisten sehe, ich werde alles zerfleischen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Apropos 3, Kapitel 3, die Unterstadt. Nächtliches Treffen. Aber ihr seid schuld. So. Also ihr müsst dann auch damit leben, wenn ihr schon solche Kommentare schreibt. Ist vorn und hinten eure Schuld. Die Straßen sind voll mit Blut. Das geht auf eure Kappe. Ich habe damit nichts zu tun. Bin nur ein Instrument eurer Gier nach Blut. Gute Arbeit, Kain. Du hast dich im Schmugglerviertel sehr klug verhalten. Vielleicht hatte unser Anführer doch recht. Ah ja, der mysteriöse Anführer. Sagst du mir jetzt endlich, wer er ist? Sein Name ist ein gut gehütetes Geheimnis. Es aber ein blöder Name. Zeit, dass du ihn triffst. Geh zum Heiligtum. Dort ist unser Hauptquartier. Unser Anführer erwartet dich bereits. Da springt sie von dannen. Sie hat ihn anscheinend auch schon mal gekillt. Dorthin. Wofür hältst du mich? Ich bin noch kein Laufbursche. Du bist noch kein General, Kain. Also spar dir deine Forderungen. Geh zum Heiligtum und warte dort auf mich. Ich habe Befehl, das Industrieviertel im Norden der Stadt zu erforschen. Wir treffen uns im Heiligtum. Dort erzähle ich dir, was ich entdeckt habe. Du bist noch kein General, Kain. Was? Schrösler, Sons & Co. oder so? Da ist sie ja schon wieder. Ich brauche Antworten, Mädchen. Ich will Lord Sarafan. Wir auch, Kain. Aber erst, wenn du bereit bist und unsere Zeit gekommen ist. Du solltest dich davor hüten, mich zu unterschätzen. Das tue ich nicht. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich will dich nicht durch eine unüberlegte Tat verlieren. Na gut, wo ist dieses Heiligtum? Geh zum Roten Raben. Sprich dort mit der Kellnerin. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast.
Warum habe ich getan, was sie wollte? Und wieso habe ich ihr vertraut? Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Aber dieses Mal... Du hast mich heute wirklich beeindruckt, Kain. Das ist schön. Wir werden bald wieder zusammenarbeiten und diese Plage aus unserem Land vertreiben. Es freut mich, dass ich sie beeindruckt habe. Da sind schon mal so ein paar Leute. Der Fokus liegt auf Leute. Ich werde natürlich jetzt gleich alles abschlachten. Vorher gönne ich mir aber noch das Kistchen hier. Da, wo ist er? Hier, sorry, aber meine Kommentarsektion hat gesagt, ich soll euch umbringen. Die Beschwerden gehen raus an die Leute. Guck mal, seht ihr die Angst in seinen Augen? Ich hoffe, ihr fühlt euch schlecht. Also eigentlich bin ich ja... Eigentlich sollt ihr euch gut fühlen, aber fürs Meme bitte nicht. So, ne, ihr versteht mich. Ich bin ein Mensch von... Gönnung, dass es Leuten gut geht. Ich möchte nicht, dass es euch schlecht geht. Ich möchte nur, dass es euch schlecht geht, weil ihr dann denkt, dass ihr... diese Menschen alle getötet habt. Arsch treten hier. So, zack. Schön so eine kleine Schlachtplatte aus dem Dorfplatz machen, wie sich das dann nun mal gehört. Dann haben wir noch ein Schwert. Damit das Ganze hier nochmal so ein bisschen brutaler wird. Okay. Now it's a fight. Ja, guck mal, da haben wir dann jetzt auch tatsächlich mal jemanden, der hier ein bisschen kämpfen kann und mich direkt wieder auf die Bretter schickt. Na toll. Wie die Dorfbewohner dann aber auch näher kommen, ne? Jetzt so, hier gibt's ein Spektakel, da möchte ich dann doch zusehen. Aber dann wird es dann doch wieder ein bisschen uninteressanter, wenn der Retter in Not dann doch verreckt. So, Freunde, bitte einmal herkommen. Ja, ja, so ist das, ne? Wenn man dann auf die Leute im Internet hört, die alle so blutrünstig sind und... ganz, ganz schlechte Menschen eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. So, da erhöht sich das Level dann nochmal. Aber wofür? Wofür, frage ich euch? Seht's euch an. Diese Brutalität, diese unnötige. Irgendwie macht's ja doch Spaß, ne? Aber darf ich nicht zugeben, weil ihr seid schlecht und nicht ich. Toll. Ja, geht ja auch nicht anders hier. Beweisstück A. Ja gut, wenn du unbedingt durchkommen willst, dann hier. Erstmal wieder in die andere Welt reinhauen. Na komm. Nein. Feuer. Ich muss auch noch mal ein paar mehr Leute packen. Das ist auch so eine Sache, die ich noch gelesen habe. Werde ich auch noch mal bei Zeiten tun. So, guck, hier. Euer Werk. Bestaunt ist. Schauen wir einfach noch mal hier. Dann schauen wir noch mal da. Da kann ich dann jetzt erstmal noch nicht hoch. Prinzipiell hat sie uns ja ein Tutorial gegeben, ne? Sie ist ja dann hier auch rumgejumpt. Wie so ein Kätzchen. Hier lang gelaufen ist, dann ist er hier lang? Nee, auf der anderen Seite hoch, ne? Hat da den lieb gemacht. Zack. Es gibt auf jeden Fall ein paar Fähigkeiten, die wir dann noch meistern können. So. Und rüber! Ich mag die Fähigkeit jetzt schon. Also das wird wahrscheinlich so eine MacGyver-Fähigkeit, die immer mal wieder nur zum Tragen kommt, aber... Oh, Moment. Bitte einmal ein bisschen stealthen. Oh.
Da geht die Magengrube auf. Geht einer gucken? Ja, okay. Er geht gucken. Als ob du dich jetzt nicht umdrehst. Na naja. Hast du ja wohl eine Lektion getan. Ah. Guckt euch mal an, wie wenig wir dadurch kriegen. Nahezu nichts kriegen wir dafür. Naja, wenn solange ihr glücklich seid, bin ich es auch. Und apropos glücklich, ich habe heute dann jetzt auch mal wieder an eine Folge gedacht, scheinbar. Hoffentlich, also nicht, dass das jetzt irgendwie in irgendeinem Dingens untergeht und dann habe ich jetzt doch wieder Scheiße gelabert und es sind doch 2 Tage vergangen oder so. In dem Fall, sorry. Sorry auf jeden Fall schon für die eine Vergessene. Ne, hier muss ich gar nicht hin. Und, warte mal. Ne, warte mal. Das gucke ich mir jetzt dann oben nochmal an. Kann ich da irgendwie drauf? Jetzt wird Out of Bounds versucht. Oder zumindest. Warte mal. Sprung. Ja, nee, der geht da durch. Okay, das ist kein Objekt, auf das ich springen kann. Vielleicht hier? Nee. Jetzt kommt so dieses curious kleine, dicke Kind. Was den ganzen Tag zu Hause sitzt und Langeweile bei seinen Spielen hat. Ne, irgendwie lässt er mich da nicht drauf. Gut. In jedem Fall, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne das übliche Zeug da lassen. Wenn euch das Blutrünstige dann jetzt hier überzeugt hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und ja, bis dahin. Haut rein. Und tschüss.